Bilder vom zerstörten Flughafen in Mariupol. Bilder, die vom russischen Staatsfernsehen stammen und nicht überprüft werden können. Denn das Korrektiv gibt es nicht mehr. Die letzten Reporter internationaler Medien sind weg, geflüchtet aus dem Epizentrum des Krieges. Was bleibt, ist ihr Bericht. Die Russen sind uns auf den Fersen. Sie haben eine Liste mit Namen, auch unseren, und sie kommen näher. Jetzt in der Abenddämmerung kommt plötzlich ein Dutzend Soldaten hereingestürmt. Wo sind die Journalisten, verdammt noch eins? Ich sehe, dass sie blaue Armbänder wie ukrainische Truppen tragen und kalkuliere die Möglichkeit, dass es Russen sein könnten, die uns täuschen wollen. Dann trete ich vor und sage, wer ich bin. Wir sind hier, um euch rauszubringen, sagen sie. Myslav Renok von der Nachrichtenagentur AP und sein ukrainischer Kollege Jewgenij Maloletka landen am Abend des 23. Februar in Mariupol. Eine Stunde nach ihrer Ankunft beginnt der Krieg. Mit einer Bombe nach der anderen kappen die Russen den Strom, das Wasser, die Nahrungsmittellieferungen und schließlich die Mobilfunk-, Radio- und Fernsehtürme in Mariupol. Ich habe erst nicht verstanden, wieso Mariupol so schnell auseinanderfiel. Heute weiß ich, es lag an der fehlenden Kommunikation der Leute untereinander. Ärzte bitten sie, im Krankenhaus zu drehen, weil sonst niemand erfahre, was passiert und dass sie nicht mehr wissen, wohin mit den Toten. Sie sind dabei, als Ärzte versuchen, ein Mädchen zu retten. Es stirbt. So wie viele weitere Kinder. Am 3. März verschwindet das Signal. Von diesem Fenster im 7. Stock eines Krankenhauses versuchen sie, eine Verbindung aufzubauen, betrachten die letzten Reste der einstigen Hafenstadt. Wir sahen Rauch über der Entbindungsklinik aufsteigen. Als wir dort ankamen, waren Retter immer noch dabei, blutende Schwangere aus den Ruinen zu holen. Es ist der Angriff auf dieses Krankenhaus. Es sind diese Bilder, die die beiden kurz darauf aufnehmen. Ein Polizist nimmt sie mit an einen Ort mit Strom- und Internetverbindung. Erst jetzt gehen die Bilder um die Welt, zeigen, dass doch zivile Einrichtungen beschossen werden. Die Menschen in Mariupol bettelten uns nach den neuesten Nachrichten an. Ukrainische Sender waren nicht mehr zu empfangen, nur noch russische Lügen. Wie die Lüge, dass diese Schwangere nur eine Schauspielerin sei. Die beiden Journalisten finden sie jedoch in einem anderen Krankenhaus wieder, sowie weitere überlebende Frauen, und stoppen zumindest diese russischen Fake News. Sie berichten weiter vom Leid, vom Kriegsverbrechen gegen die Menschen in Mariupol, von der Ausweglosigkeit. Sie filmen diese russischen Panzer, merken jedoch, in Mariupol ist nichts und niemand mehr sicher. Jeden Augenblick kann man erschossen werden. Und sie werden gesucht von Putins Soldaten. Doch ihnen gelingt die Flucht, dank der Hilfe ukrainischer Soldaten. Ich war den Soldaten unglaublich dankbar, schreibt Myslav, aber ich fühlte mich betäubt und habe mich geschämt, als ich mit ihnen ging. Das Theater, das bombardiert wurde, kannten sie gut, genauso wie einige, die dort Schutz gesucht hatten. Ohne Internetverbindung, ohne Berichterstatter, weiß keiner, wie viel dort überlebt haben. Wir werden mit Nachrichten von Leuten überschwemmt, die wissen wollen, was aus ihren Angehörigen geworden ist, die wir fotografiert und gefilmt haben. Sie schreiben uns verzweifelt und vertraut, als wären wir keine Fremden, als ob wir ihnen helfen könnten. Myslav Renok und Jewgenij Maloletka sind nicht mehr in Mariupol. Wenn keine Informationen aus der Stadt herauskommen, dann, so das Fazit der Journalisten, können die russischen Invasoren tun, was sie wollen.